Außer ihr hofft, dass jetzt die Zeit kommt, wo 90% aller Altcoins sterben. Sowieso sterben 90% aller Altcoins in einem Bärenmarkt. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, dass wenn ihr in Hype oder in Innovationen investiert, immer daran denkt, dass der Investmenthorizont oft sehr, sehr kurz ist. Gerade dann, wenn die Innovationszyklen kurz sind, wie bei Krypto selber. Ja, das ist einfach der Weg. Und da wird auf diesem Weg so viel sterben. Das Ding ist nur im Krypto-Space, die Sachen sind halt immer noch da. Ja, sie sind noch da. Eine Firma, die insolvent ist und nicht mehr in der Börse gelistet ist, die ist weg. So, wenn die pleite sind, dann war's das. Tschüss, bis morgen. Wenn ein Altcoin-Projekt pleite ist oder nicht mehr weitermacht, juckt keinen. Die Tokens sind frei am Markt, jederzeit weiter noch handelbar. Und deswegen haben wir immer noch, oder gerade bei CoinMarketCap, über 20.000 Krypto-Assets. Kein Arsch braucht die. Und davon sind sowieso die allermeisten völlig irrelevant. Nicht nur, weil das Projekt vielleicht gar nicht mehr weiterentwickelt wird oder sonst was gemacht wird, sondern allein, weil das Handelsvolumen gar nicht mehr da ist. Ja? Da sind teilweise Marktbewertungen noch da, wo es gar kein Handelsvolumen mehr gibt. Das ist künstlich aufgebläht und braucht auch eh keiner. Also ja, die sterben sowieso von selbst. Gute Dinge setzen sich durch und das sind vielleicht sogar mehr als 90%. Und no front an Altcoins, definitiv nicht. Es braucht diese Auslese, um die wirklich guten Projekte am Ende rauszukristallisieren. Und der Weg ist noch weit und es wird noch ganz oft durchgesiebt, bis ihr dann die Goldnuggets wirklich findet.